Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Ghost Recon Breakpoint. Wir haben schon ordentlich was geschafft im Spiel, was die Story betrifft. Ja, und wir werden das wohl die nächsten Tage komplett durchgezockt haben. So. Haben wir hier schon Hubschrauber? So, kühles Herz müssen wir weiterspielen. Das hatten wir in der letzten Folge schon angefangen. Mal sehen, wo das ist. Kühles Herz. Ich glaube, das ist hier unten. Ja, Richtung Süden. Der Decke hier. Mal sehen, wo. Geil aus, wie das Wasser hier runter rinnt. Im Kampf, aber. Geil gemacht. Schönes Anwesen hier. So, weiter geht's. Hier.
ist deutlich besser. Ja, wir spielen auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und das ist dann auch schön entspannt. Kann man nebenbei noch eine Zigarette rauchen und so. Wir wollen ja hauptsächlich die Story genießen. Und nicht ein Spiel der 1000 Tode jetzt hier zocken. Das könnte man mit im Koop mit echten Mitspielern machen. Keller. Momentan unser bestes Sturmgewehr. So, mal sehen. So sieht da in der Zukunft eine Kirche aus, oder was soll das hier sein? Das sieht ja schlimm an, die Orgel. Hier geht's im Trailer runter. Uns immer. Die blaue Kiste. War hier noch was? Ja, Informationen. Ich glaube, doch, das ist ja noch, ne? Ja. Das ist eine Shotgun. Die brauchen wir nicht unbedingt. Sehr mysteriös. Wer bist du? Sag mal, müssen wir hier rein, wa? Ja. Und wie? Brauchen wir einen Code? Ja. Ja, das ist natürlich... Moment. Den Namen Madeira auf einer der Kryoröhren bemerkt. Das hat damit jetzt nichts zu tun mit der Mission, ne? Hier muss irgendeiner noch Informationen, irgendein Gegner über den Code haben. Bin mir ziemlich sicher, oder geht das hier hinten rein hier? Ne. Hau ab, Pflegemann. Ja, wir werden hier aber nicht auf viele Gegner mehr stoßen. So, wo den ganzen Weg wieder zurück. Aber hier draußen waren auch nicht mehr viele Gegner. Auf einer der... Was steht da unten? Auf einer der Kyroröhren bemerkt. Madeira, ja. Ich muss das jetzt erstmal so machen. Wir können jetzt hier auch mal rein. Wo kommen wir jetzt hier rein? Genau da, wo wir gewesen sind. Na super, Alter. Jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Vielleicht müssen wir irgendeine Nachricht durchlesen. Sowas hatte ich eigentlich im Spiel noch gar nicht. Ich höre hier aber noch eine Drohne oder sowas.
Aber die hat keine Information. Ah, die sind nervig, aber... Na? Es bringt aber alles nichts. Und hier sind noch nicht irgendwelche Röhren oder so. Müssen wir jetzt hier mal rüberlaufen? Das kann man auf jeden Fall hier hochlaufen, aber... Das wird jetzt auch nicht viel bringen. Verstärkung angefordert, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, dann kommen nämlich neue Gegner. Aber eigentlich hätten wir hier schon die Gegner haben müssen mit Informationen. Die greift man denn und dann verhört man die? Und dann war es das eigentlich. Ihr könnt meine Videos vor- und zurückspulen, ich schneide die nicht. Für Ungeduldige. Ich kann mir das nur anders erklären. Müssen wir mal gucken. Hier, vielleicht. Madeiras Mann finden, da sind wir gerade dabei. Unschuldiges Morden. Wir müssen das erstmal machen. Aber hier haben wir natürlich noch Fundstücke. Das sind die beiden. Ach, das ist am Rollstuhl. Tja. Meine lieben Freunde, ich habe momentan keinen Plan. Der einzige Plan, den ich habe, Moment, wäre, diese Mission hier zu machen. Und von da aus dann die weiterzumachen. Aber eigentlich überfliegt das gerade ein bisschen. Unschuldiges Morden. Ja, dann machen wir das erstmal. Ich habe ja auch mich verguckt oder so, es kann sein. Aber die beiden Türen sind nicht aufgegangen. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Schalter, aber eigentlich müsste das im Spiel angezeigt werden. Wie weit ist das jetzt weg? 508 Meter, da können wir hinlaufen. Das dauert nicht lange. Sondern wir brauchen danach wieder einen Hubschrauber, dann hätte man ihn mitnehmen können. Walderdbeere. Es wäre schön, wenn die bei uns auch im Wald wachsen würden.
So, dann sind wir gleich da. Und das auch in einer Spalte liegt, könnte das miteinander zu tun haben. Und dann muss man zuerst das hier machen. Wir werden es auf jeden Fall schaffen auf Dauer. Going someplace? Sentinel patrols are getting close. We need to relocate. You must have hurt them pretty bad to have them come after you. What's an outfit like that doing on Aroa anyway? There was that bombing on Skelltech. I've heard of it. I haven't heard too many details though. What do you know? I'm sorry, Nomad. I'm very busy. Excuse me. Daigoro's hiding something. I just need to find out what. Geheimnis lüften. Ja, okay, hier hätten sollen Autos sein. Auch hier sind Informationen, aber das hat damit jetzt nichts zu tun. Hi, don't be afraid. Vitias, was ist das denn für eine Waffe? Thanks for that. Okay, ein MP. Ja, aber Wildlands gab es auch Verkehr. Hier gibt es überhaupt keinen Verkehr. Fahren wir mal mit dem Großen hier los. Ne, das ist es nicht, ne? Doch. Das ist aber eine ganz schöne Strecke. Wollen wir sehen. Ich muss noch was gucken, nicht, dass wir uns hier vertun. Ich glaube, genau. Das ist zweimal unschuldiges Morden. Ja. Drei Stück. Also da hätte man am besten natürlich einen Hubschrauber gehabt. Ja, das machen wir auch mit dem Hubschrauber. Und das andere ist Blödsinn. Dann sehen wir mal so eine große Raketenstellung von Nahen. Moment, ich mach mal eine Fluppe. Ja, heute ist der 30. Es hat endlich Geld gegeben. Monat hat sich ganz schön in die Länge gezogen, aber leider sind die Sales vorbei. Also das verstehe ich ja nur wirklich nicht, dass sich die Sales nicht, sage ich mal, 3-4 Tage länger gemacht haben. Da hätte ich noch ein bisschen weiter Spiele eingekauft. Das holen wir uns aber erstmal. Da oben ist eine Kiste, aber wie soll man denn da hochkommen? Das ist mir eigentlich relativ scheißegal. Die können wir da lassen. Wir brauchen nur unseren Hubi. Gleich machen können. Hau ab, Fliegemann! Ich töte eine einzelne Fliege nicht. Ist auch ein Lebewesen. So. Wunderbar. So, dann werden wir jetzt eins nach dem anderen machen. Drones fly. Always good to have more firepower. Gonna toss a grenade. Target hit. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal diese Aufträge machen.
Und dann kommen wir an den Mann von der Frau ran. So, hier ist eigentlich nichts mehr, ne? Ich glaube, wir können hier wieder weg. Das ging nur darum. Mal nachschlagen. Ja. So. Mal sehen, die... Wenn deinen Kopf trifft, dann ist er sofort weg, der Dicke. So. Ja. Wo müssen wir hin? Hier rein? So, gucken. Heads up, bad guy over there. So, na, oh, ich weiß jetzt gar nicht, kann ich nicht aussprechen, wie der Macker heißt. Kommen wir hier aufs Dach. Da ist unser Hubschrauber. Got a hostile position there. Okay. Jetzt ist außen irgendwo eine Leiter. Was ist das denn weg? Mal gucken. 2,8 Kilometer. Manchmal sind hier Außenleitern, aber manchmal auch nicht. Das ist hier noch eine Leiter, aber ich glaube eher nicht. Kommen wir nicht ran. Dann machen wir das anders. Boah, das ist ein fettes Teil Stoner. So eine hatten wir noch nicht. Aber eigentlich benutze ich keine Shotguns. Wir müssen bloß jetzt hier aus dem Kampf raus, damit wir schnell reisen können. Ah, jetzt.
Und mal sehen, ob ich recht behalte, wenn wir den Auftrag fertig haben. Unschuldiges Morden. Ob wir denn bei kühles Herz den Code bekommen für die Tür. Es muss mit Code sein. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Are you all right? I'm in one piece. I found a workshop. Maybe it was yours. There were some blueprints that Paula had drawn. There isn't time. That Sentinel platoon took some of our supplies. Critical supplies. We won't survive without them. Please, help us get them back and take them to our rally point. All right, fine. But I'm hanging on to these documents. Den Laster zu den Outcasts. You think we're gonna be okay? Oh, der fährt. Das ist eigentlich mit echten Spielern einfacher so anzukriegen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier sehen, dass wir den Hubschrauber wieder. Er hat sich da rumgewickelt. Und sieht schlecht aus. Oh Mann, Alter! Motorrad. Wo ist hier das? Ja, das Problem ist, also bei Wildlands konnte man auch einen Hubschrauber spawnen. Oder sich Autos spawnen. So wie bei Far Cry. Können wir mal gucken, wie weit das weg ist. Zeigt das Motorrad überhaupt an? Das zeigt er noch nicht mal an. Das ist so, wenn dann ist das irgendwo hier. Ich habe auch nicht viel Platz zum Landen. Ich glaube, bei Wildlands könnte man den sogar umdrehen, aber wir können es anders probieren. So und dann im Fahrzeug Platzwechsel. Ja, das geht. Jawoll. Ja, das ist aber trotzdem schwer mit dem Laster. Ach, den Laster, der darf auch nicht kaputt gehen, ne? So, dann müssen wir den Macker da rausholen. Müssen wir uns vor den Laster stellen. Wenn er hier jetzt herkommt. Ne, dann muss er natürlich da hinten lang fahren. Oh! Oh, du Dummer! Das haben wir aber gut geschafft. Dann mach den Laster nicht kaputt, du Arsch, du! Fucker, du, ja genau. Motherfucker, du. So, und jetzt müssen wir erstmal sehen, wo wir hin müssen. Das ist sehr weit weg. Das könnte, glaube ich, ganz hier unten sein. Die Outcasts, ne? Ne, das ist es nicht. Ne, das ist diesmal nicht so weit weg. Mal gucken, wo es jetzt ist. Wir müssen umdrehen, Richtung Norden fahren. Das zeigt er jetzt auch nicht mehr auf der Straße an, so wie bei Wildlands. That's it. All good. Hau ab, Fliege, du nervst, Mann! Halt's Maul. Mach den Wagen nicht kaputt. Hier. So, ich hoffe, dass wir hier richtig sind.
Hau ab, Mann! Ja, das ist das Problem immer. Je länger eine Fliege bei einem zu Hause ist, kurz bevor sie stirbt, wird sie dann richtig pissig. Das kenne ich schon. Nee, wir hätten abbiegen müssen. Ich sag ja, das zeigt er auf der Karte nicht an. Wir müssen wieder hierhin zurück und dann den roten Weg da reinfahren. Ach, hier geht auch noch ein Weg rein. Ja, aber ich glaube, wir machen das lieber hier. Where the hell is that son of a bitch, Daigoro? He went to the South Cape whaling station to see his sister. Well, what's wrong? Don't worry. Daigoro will hear all about it. Hm. Wollen wir mal sehen. Wo? Mhm. Hatten wir hier schon. Da gibt es überhaupt keinen Biwak. Werden diese auch angezeigt in dieser Höhe? Müssen wir den nehmen. Ja, und ich will das Spiel durchzocken. Dann kann ich zwei guten Freunden auf dem PC sagen, dass ich jetzt Breakpoint durchgezockt habe zur Release. Wollte ich das mit zwei guten Freunden spielen. Die habe ich bei Wildlands kennengelernt. Das sind immer noch zwei gute Freunde von mir nach der ganzen Zeit. Einmal der Noah und einmal der Eloka. Aber beide wollten zu Release das nicht spielen mit mir. Also generell wollten, das hat nichts mit mir zu tun gehabt, aber die wollten es generell nicht spielen. Und früher kam ich da nicht weiter, weil man war Einzelkämpfer ohne die drei Mitstreiter hier. Zu Release war das so. Und da kam ich irgendwann nicht weiter vom Schwierigkeitsgrad. Ja. Mit echten Spielern, die ich nicht kenne, hatte ich nicht so viel Bock drauf. Ja, und deswegen jetzt nach ein paar Jahren mit KI-Spieler geht das jetzt auch, weil bei Wildlands war das von Anfang an auch so. Aber bei Breakpoint zu Release war das nicht so. Da hatte man gar keine KI-Mitstreiter. Und jetzt kann man den Schwierigkeitsgrad auch noch leichter stellen. Ja. Und deswegen können wir jetzt Breakpoint durchzocken. Das ist früher, war das unmöglich. Na, nicht unmöglich, aber es war sehr schwer. Oh, der Fraktionseinsatz hat da einiges zu bieten hier.
Where's your worm of a brother? Nomad, are you okay? Oh, wait! Wait! You piece of shit. You tell a motherfucker we have him chase down a truck full of explosives. Who are you trying to kill me? Huh? And what's up with these blueprints? You into engineering? Or you just bombed the shit out of 30 people? Don't hurt him! Please, just let me explain! Don't tell me this was your idea. Now wait. Just... You're a wait. Fucking terrorist and you try to blow my ass up! It was a mistake, okay? He got scared. The building was supposed to be empty. Oh, kriegen wir eine Spezial-Zwischensequenz. Werden wir doch noch belohnt, diese Folge. The lab was supposed to be empty. We were given bad information. You two are idiots. So are all the rest of your outcasts. The future must be human. Project Deus wants to make computers that's smarter than we are. What about Paula Madeira? Hmm? She gave you those blueprints? No. Daigoro figured out how to use her energy cells as an incendiary device. We kept it secret from her. Especially after we killed those people. Paula is too important to us. Are you still gonna kill us? Stupid is as bad as evil. But with Sentinel out there, I need you. Still, I'm gonna tell Paula what you and your sister did. Brute Squad? Tell her I'm sorry. Jetzt verstehen wir, warum das heißt unschuldiges Morden. Hey, Nomad. What do you know about data security? A little. Why? One of Sentinel's sector bosses, Mark Meridian, has gotten a hold of a Skell algorithm that analyzes phone, email, and social media patterns. Probably a lot of sensitive data in that mess. Yes. The algorithm takes advantage of online vulnerabilities. Once verified, it can be uploaded to the cloud where everybody in Sentinel can access it. With the data, Meridian can target outcast agents and their families. So where do I fit into all of this? Later today, Meridian and his three lieutenants are meeting to verify their intel and start the algorithm protocols. I'm hoping you can stop them. I'm not your private assassin. I know. But listen, Meridian and his men are heartless. With this info, not only are the outcasts in grave danger, but so are their loved ones. Okay, I'll see what I can do. Where should I start looking? One of his goons, Sullivan Blake, was last seen on the eastern side of the Good Hope Mountain province.
It's north of the godforsaken highland. Red Weasel Outpost is around there. After you track him down, he should lead you to the others. Got it. Ja. Wenn wir die Story fertig haben, können wir diese Einsätze vielleicht auch noch spielen. Wenn die geil gemacht sind mit Zwischensequenzen und so, holen wir dann noch mehr Spielzeit raus. Wovon ich mal ausgehe. Mal gucken, wir hatten hier noch den Grünen. Brute Squad. Did you mean what you said about needing friends? I did. We just got intel about a new shipment of weapons at some base in Oroa. The weapons are being sent to Liberty by boat. And you want me to hijack it and bring it back for your people? You should have quit while you were ahead. Hey, we aren't the real enemy. Right now, the enemy isn't even Project Deus. Sentinel is coming for all of us. We need weapons. You're right. Kicking Sentinel's ass is a priority. For that, I can use all the help I can get. We're in it now. Knowing what we do, there's no turning away. Those weapons are the only chance we've got at getting supplies and defending ourselves. What else do you know about the shipment? Not much. It's being loaded onto a boat and it's headed to Liberty. There's not much to go on, but it's all our contact could get. That's plenty. I can go find myself a Sentinel soldier for anything else. I'll grab the boat and meet you with the shipment. Und diese grünen Einsätze müssen auch nicht unbedingt schlecht sein. So, was haben wir denn jetzt hier? Ja, die Folge ist zum Schluss jetzt doch noch besser geworden. Ist meistens so. Gibt noch eine Zwischensequenz. Hey, you. Ach, wir Paula, ja. Leave me alone. I don't have energy for a fight. Look, I'm not here to fight. But I have to tell you. Haruhi and Daigoro. They bombed that Skelltech lab. I heard the rumors. But Haruhi and Daigoro would never hurt anyone. You know, they didn't mean to. But they did. I always thought, I don't know, someone was trying to set them up, make them look like terrorists. And they used one of your energy cells as the bomb. Daigoro was able to adapt the technology. And Sentinel, they figured out how to do the same thing. Oh, hell. You gonna be okay? You know that phrase, the truth will set you free? Yeah, I've read it. It's not true. Maybe I should have sided with the AI. At least a computer program's consistent. People always let you down. You can rely on people more than you think, Paula. You'd be surprised. So, aber jetzt haben wir kühles Herz und da sind wir ja nicht weitergekommen. Mal gespannt, was jetzt passiert. Ob überhaupt was passiert. Scheint nicht so zu sein, dass da was passiert. Das ist die Frau von dem Mann, den wir jetzt holen sollen. Mit der wir gerade gesprochen haben. Ja. Es hat sich ja bei kühles Herz jetzt eigentlich nichts verändert. Dann müssen wir dann nochmal hin. Auf Dauer werden wir das schon schaffen. Die Evo haben wir schon.
Ja. Gut, dann nehmen wir den Hubschrauber. Müssen mal sehen, wie wir jetzt bei kühles Herz weiterkommen. So, da sind wir. Alles in einer Folge, dass wir das in der Zeit schaffen. Hätte ich nicht gedacht, jetzt hier nochmal herzu. Na, was ist denn hier los? Die waren vorher nicht hier. I need more info. Can you help me? That's the truth. Thanks. I owe you. Vielleicht hat hier noch eine Information. Weil jetzt sind wieder Gegner hier und irgendeiner lässt vielleicht, droppt vielleicht die Information, die wir brauchen. Droppt wieder keine Information. Überhaupt keine Information. Eigentlich hatte doch na, die hier machen auch nichts. Eine neue M1911. War hier nicht noch ein gelber Punkt auf der Minimap? Nee. Gut. Ist hier vielleicht irgendwo was? Hier hinter oder was? Nee. So. Ach so. Gut. So, das... Jetzt habe ich auch vorhin unten was übersehen. Was sind das, diese Röhren? Ja, das könnten die Röhren sein, was da unten steht. Auf einer der Kyro-Röhren bemerkt. Oder von oben denn rein. Ich weiß es nicht.
Oder wir müssen die Tür kaputt machen. Denied. Locked. One profile. Vielleicht können wir hier irgendwo die Türen aufmachen. Normalerweise zeigt das Spiel einem das an. Ah, so läuft der Hase. Sehr gut. Einfacher als man dachte. Oder? So. Oh, hell. I take it you used to be Mr. Madeira. Na, das macht nichts, weil der ist nicht hier. Man konnte diese Röhre hacken. Das wurde aber nicht angezeigt. Es wurde hier, der gelbe Punkt wurde hier drin angezeigt in diesem. Ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, wie weit ist das weg? 5 Kilometer. Hier auf der Insel. Und dann gehen wir wieder hier hin. Wunderbar. Haben wir das auch geschafft? Fluppe. So. Na, auf der Röhre, ne? Stand da ja auch. Und die Röhre konnte man hacken. Ja, das. Ui. Na, dann haben wir ja einiges geschafft in dieser Folge. Macht Laune. Ach, hier sind wir jetzt wieder, okay. Zum Schluss sogar noch eine Zwischensequenz, da werden wir heute richtig belohnt. Müssen wir zu Paula, zu ihrer Frau, zu seiner Frau. So. Where have you been? I visited your husband. What is that supposed to mean? I found the Eternity facility. And while I was there, I found this research. What? What is this? Jace has been funding research into a cure for David? And he hasn't stopped. Even after you left. But why? Paula, Jace may be a lot of things. But he's still your friend. Some wife. Acting like he's already. Jesus. Hey, we're a bit busy running from killer drones. No harm, no foul. Right now, I'm worried about everyone in Aroa.
Yeah. When I learned the truth about the bomb, I didn't want to stay. Now that I know what Jace has done for my husband, I guess I have some place to go. Haben wir gar noch geschafft. Es sind 56 Minuten und 20 Sekunden. Man kann ja eine Stunde aufzeichnen und ab 55 Minuten wird das immer bei der PlayStation 5 angezeigt. So, das haben wir alles abgeschlossen in dieser Mission, in dieser Folge. Ja, ist doch cool. So, hier müssen wir dann gleich wieder hier rein, wa? Ja, dann machen wir gleich noch eine Folge. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Großricken Breakpoint. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß damit, genauso wie ich auch. Ja, heute ist ja 30. November, dann habt ihr wahrscheinlich auch Geld bekommen. Ich werde mir jetzt entweder heute oder spätestens morgen bei Edeka meistens 3 Kästen Bier bestellen und auch mal wieder Fleisch. Ich hab nicht mehr viel Geld gehabt diesen Monat und das hat zum Bestellen nicht mehr gereicht, weil Bestellen kostet 7 Euro und wenn ich dann nur für 20 Euro eingekauft hätte, hätte sich das nicht gelohnt. Ja, da hole ich mir erstmal 1 Kilo frisches Mett und das esse ich mit Himalaya-Salz und dann esse ich am Tag 500 Gramm, also das hält nur 2 Tage, dann habe ich das weggenascht. Früher auf dem Bau haben wir uns immer beim Bäcker Brötchen gekauft mit Mett drauf. Kann ich sehr empfehlen, bloß mittlerweile kostet 1 Kilo 10 Euro. Ja. Naja, ist alles ein bisschen teurer geworden, aber es ist einigermaßen, naja gut, es ist eigentlich nicht mehr bezahlbar. Vor allem für die Heizung muss ich 100 Euro mehr bezahlen, Miete. Also ich war mal bei 310 Euro, dann wurde das immer weiter erhöht die letzten 7 Jahre. Dann war ich nachher bei 370 Euro, das waren schon 60 Euro mehr. Und jetzt hat der Vermieter für die Heizung nochmal 100 Euro draufgeschlagen. Dann sind wir nicht mehr bei 370, sondern bei 470. Ja, aber das bezahlen meine Eltern, die 100 Euro. Sonst wäre ich schon fast in die Schulden abgerutscht. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Großricken Breakpoint. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann machen wir eine Sache noch. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Alles klar. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.